gegen den Bankenverband, der nicht bereit ist, entsprechend die Gehälter zu erhöhen. Herzlich willkommen! Kolleginnen und Kollegen, voriges Jahr um die gleiche Zeit haben wir gehofft, dass diese Veranstaltungen einmalig sind. Einmalig ist auch das Verhalten des Bankenverbandes, der Vorstände, der Personalchefs gegenüber euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nichtsdestotrotz, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Wir stellen unsere Frau und Mann, und wenn sie es so wollen, dann gehen wir halt in die Öffentlichkeit, um klarzumachen, dass unsere Forderungen berechtigt sind. Und ich begrüße Sie stellvertretend für alle Banken, 11 Banken haben sich eingefunden. Bevor Gerhard Bevold jetzt dann ein bisschen den Verhandlungsverlauf und den letzten Stand erläutern wird, möchte ich gerne ein paar allgemeine Bemerkungen zu unserem Kollektivvertrag machen. Im letzten Jahr, genau an dem Ort, stattgefunden. Und leider, wie ihr wisst, ist es zu keinem Abschluss gekommen. Man hat sich wieder getrennt. Aber was ist vorher passiert? 10 Stunden intensive Verhandlung der Arbeitnehmer. Sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass die Beschäftigten mehr oder weniger immer durch die Finger schauen. Und wenn wir im Banken- und Kreditinstitutbereich uns befinden, ist es auch zur Tradition geworden, dass wir uns hier am Marktsteg treffen müssen, um diese Ungerechtigkeiten auch der Öffentlichkeit kundzutun. Es ist leider auch Tradition geworden, dass die Beschäftigten im Bank- und im Kreditinstitutbereich immer weniger werden. Und diese 8000 Beschäftigten leisten jeden Tag eine hervorragende Arbeit. Es ist offenbar zur Tradition geworden, dass in den Bankinstituten, in den Kreditinstituten die Menschen weniger werden und die Automaten immer mehr werden. Wir sehen das ja selbst, wenn wir unser Bankgeschäft verrichten. Die Automaten, und es ist Zeit, dass die hunderten Millionen Euro an Gewinnen, die die Banken jedes Jahr erwirtschaften, dass hier ein fairer und gerechter Anteil auch zu den Beschäftigten kommt, die jeden Tag eine hervorragende Arbeit, teilweise schon unter unzumutbaren Bestimmungen leisten. Denn ihr alle wisst, die Zielvereinbarungen, die werden jedes Jahr abgeschlossen und diese Zielvereinbarungen werden jedes Jahr auch nach oben gedreht. Und von dem her ist es nur mehr als gerecht, dass wir endlich zu einer ordentlichen Kollektivvertragsverhandlung auf Augenhöhe kommen und dass die Beschäftigten das bekommen, was auch Aktionäre und Manager bekommen, nämlich einen fairen Anteil am Kuchen des wirtschaftlichen Gewinns. Ja, aber es kann mir schneller gehen, weil es so kalt ist. Abstand halten. Darfst du mir Abstand halten bleiben?